Moin Moin Freunde, was geht? Ja, das war mal so eine kleine Parodie, eigentlich für das Ende der Kingsloot. Ja, endlich ist es vorbei, eine Ära geht zu Ende. Die legendäre Kingsloot, das ist hier die letzte Team-Up. Aus dem Juli 2017, ja, es sollte halt nicht mehr sein. Ja, und ich freue mich dann schon ein bisschen, dass das jetzt endlich mal vorbei ist, weil das ist hier halt die letzte. Und wie gesagt, da soll was von Turtles drin sein. Ich bin mal gespannt. Die ist halt ein bisschen schwer. Und ich glaube mal, gucken wir mal, was da drin ist, sag ich mal so. Dann öffnen wir jetzt mal die Box. Ja, und dann beginnen wir wieder mit Item 1. Und Item 1 ist ein Shirt. Okay, wir beginnen mal mit dem Shirt. Es sieht sehr bunt aus auf jeden Fall. Und es ist ein... das ist cool. Das soll hier Batman und Robin darstellen. Und wer sie nicht kennt, ich weiß nicht mehr jetzt, wie die genau heißen von SpongeBob. Aber das soll wahrscheinlich Joker darstellen. Und das ist doch hier Mrs. Quapsel, wie heißt die? Die aus der Fahrschule. Und das sind doch hier die beiden Superhelden. Das ist cool, das Shirt. Auf jeden Fall, das kann man schon ein bisschen feiern. Wenn man SpongeBob mag, kann man das schon feiern. Das sieht von Druck auch sehr geil aus. Das war Item 1. Dann kommen wir zu Item 2. Also, Item 2 ist eine Tasse. Ohne Scheiß, ich habe ganz ehrlich letztes Mal gesagt, ich würde es mal wieder abfeiern, wenn da mal eine Tasse drin wäre. Und das ist sogar Mafia 3. Okay, Mafia 3 ist schon ein bisschen älter. Ich glaube vom Jahre 2016, okay. Aber ich glaube, der Teil ist, glaube ich, ein bisschen gefloppt. Ich habe ihn selber nicht gespielt, hätte aber schon ein bisschen Bock drauf gehabt. Aber es ist halt... Ja, es ist auf jeden Fall nur eine normale Tasse, wie man hier sehen kann, und halt damit so ein Schriftzug. Aber ist ganz schön stabil. Also das war Item 2, eine Mafia 3 Tasse. Dann kommen wir zu Item 3. Okay, ein Pin. Auf jeden Fall, das ist Item 3, das soll eine Pizza darstellen von den Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Dann kommen wir zu Item 4. Und da habe ich zwei Stickers rausgeholt. Okay, die sind ganz nice, wobei da müssten wahrscheinlich mehr drin sein. Wahrscheinlich haben sie alle reingetan. Oh mein Gott. Ja, es sind zwei Sticker von den Turtles, okay. Deswegen nochmal, ja, Sticker. Ich weiß nicht, was man mit Sticker machen will, soll, keine Ahnung. Aber es sind halt zwei Sticker von den Turtles, okay. Dann kommen wir zu Item 5. Es sind Jonglierbälle von Marvel Comics, aus den Oldschool Marvel Comics. Ich kann die mal eben schnell rausholen. Da war die Packung weg. Und hier haben wir halt die drei Bälle. Jonglierbälle. Sehen ganz cool aus. Muss man aber auch nicht haben, ganz ehrlich. Ja, wie gesagt, ist aber eine andere Sache mal. Finde ich ganz cool. Ist mal, wie gesagt, ist halt mal was anderes. Okay, gut. So, mal gucken, ob da was drin ist. Ich weiß nicht. Also, das war mal eine Sache drin. Dann kommen wir zu Item 6. Okay, was zum Naschen ist da sogar auch diesmal drin. Machen sie das bisschen Lootchest nach. Machen da jetzt mal was bisschen Naschen rein. Pickup kann man immer gebrauchen, finde ich cool. Okay. Da ist die Box leer. Ich habe was gerade weggeschmissen. So, da habt ihr noch so ein Chris-Tainment Autogrammkarte drin. Ja. So, dann haben wir halt, das feiere ich jetzt eigentlich total. Das finde ich sehr, sehr nice. Also Michael Thomas, ich muss echt sagen, du hast es drauf mit Zeichnen. Guck dir das mal an. Doom, okay. Und es ist Dr. Doom von Marvel, Fantastic Four. Wer sie nicht kennt, geil. Also ich finde die Zusammenstellung mit diesem Crossover richtig geil. Also ich werde es nachher mal in Susu nochmal rüberfahren in der Nahaufnahme. Also das finde ich sehr nice, echt. Das finde ich geil. Das ist ja auch geil. Da sind ja auch die ganzen Fantastic Four. Das Ding, die Flamme, hier oben. Hier ist halt Mrs. Invisible. Und hier halt ist Mr. Unglaublich. Das ist ja auch süß. Da haben sie mir sogar noch einen Zettel reingelegt, halt, dass sie dann halt wünschen, dass ich nochmal wiederkomme. Halt nochmal für ein 3er oder 6er Abo. Und dann würde ich halt, da würde ich sogar ein extra Item bekommen, wenn ich wieder starten würde, halt mit meinem Abo. Ist ja auch eine coole Sache. Also wenn ihr dann, nächstes Thema ist halt Robotik, steht hier drauf. Robotik. Also es sieht ja auch sehr aus nach Fallout, glaube ich, oder? Also man kann jetzt hier auch wirklich sehen, es gab jetzt halt ein Shirt. Das Shirt, und ich muss echt sagen, okay, es wird immer mit 15 Euro gehandelt, ist aber trotzdem kein Lizenz-Shirt. Es ist aber auch nicht schlecht. Die Tasse, okay, ganz ehrlich, das ist ein Füller. Für mich ist es 5 Euro. So, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, feiere ich jetzt das Shirt. Das von Michael Thomas, den Print finde ich ganz geil, den werde ich mir auf jeden Fall an der Wand hängen. Und die Jonglierbälle. Das andere ist für mich wieder, ja. Also die Box,
Deswegen habe ich auch Toon Scoop deabonniert, ganz ehrlich, weil ich einfach nicht zufrieden bin. Und es ist auch kein Hate, es ist einfach klare Sache. Es gibt in anderen Sachen, sag mal in der Clickrates, gibt es einfach bessere Sachen drin. So, und was soll ich mit so einem Portemonnaie? Ich finde das einfach schon zu übertrieben, da passt gar nichts rein. Ich habe schon mal sowas gehabt damals von EMP. Ja, das war jetzt eine Ära, geht zu Ende. Das war halt die King's Loot. Und ich bin ganz froh, dass es zu Ende geht. Hier könnt ihr nochmal ganz kurz mal in die Sachen sehen, was in dieser Box drinne war. Also ich finde, okay, für einen Abschluss ist es okay. So, ich will mal sagen, so ein Daumen so nach oben. Mehr ist es nicht. Ich kann da einfach nichts zu sagen. Das sind zwei Teile drinne, die ich jetzt einen dermaßen, sag ich mal, feier. Und der Rest ist meh. So, was sagt ihr denn zu der Box? Ab in die Kommentare. Wenn natürlich nochmal ein Like geben für das Video, wenn euch das gefallen hat. Ein Dislike, wenn euch das Video überhaupt nicht gefallen hat. Vergesst nicht das Gewinnspiel, das läuft ja noch eine Woche. Und natürlich gerne abonnieren, das könnt ihr natürlich auch gerne machen, wenn ihr wollt. Wenn ihr neu dazukommen wollt in meine Community, würde ich mich natürlich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Video. Bis dann und ciao und BAM!